Jo Leute, hier ist wieder euer Shadowsword 1305 und ich bedanke mich für 2000 Abonnenten! Juhu! Ja, vielen Dank für 2000 Abonnenten, wirklich. Danke Leute, ich habe dafür ein Special im Kopf. Wird es auch geben? Wenn ich es richtig gut hinkriege, dann wird es ein richtig gutes Special. Special. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt schon mal mein Danke-Video und zugleich auch ein Video, wo ich nochmal ein bisschen was klarstellen will. Ich dödel ja ein bisschen mal auf meinem YouTube-Kanal rum und sehe, ich habe ziemlich viele pausierte Projekte. Unter anderem Paper Mario, Bomberman 64, The Second Attack, Sonic Battle, Pokémon Colosseum. Das sind Sachen, ja, ich muss auch mal sagen, ich muss jetzt mal sagen, es werden Projekte abgebrochen. Komplett abgebrochen. Die werden auch nicht mehr neu aufgenommen. Eigentlich sind es, glaube ich, nur zwei Projekte, die komplett abgebrochen werden. Und das wären einmal Bomberman 64 The Second Attack, weil ich einfach nicht weiß, wie ich meinen Emulator so hindeichseln soll, dass er mir nicht abkackt andauernd im Spiel. Dass ich nicht alle 10 Sekunden die Save State Taste drücken muss. Das kommt im Spiel nicht gut, das kommt so zum Spielen, das macht auch so keinen Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das beheben kann und ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Ich habe schon andere Emulatoren versucht, andere Plugins, alles vergeblich. Deswegen würde ich sagen, das Projekt ist abgebrochen, wird auch nicht wieder aufgenommen. Dann zu Zero, dem Kamikaze-Eichhörnchen. Das wird wohl das zweite sein, was abgebrochen wird. Nach Part 5, oder ja, ich glaube Part 5 war das, habe ich einfach dieses Spiel, es behagt mir einfach nicht. Es tut mir auch leid für die Leute, die es geguckt haben, weil dieses Spiel behagt mir nicht. Ich hätte da ein bisschen besser nachdenken sollen. Tut mir auch leid, dass ich das so, ja, dass das jetzt so kommt. Ich hätte da ein bisschen besser drüber nachdenken sollen, aber dieses Spiel behagt mir irgendwie auch so richtig gar nicht. Es ist von der Steuerung her, gefällt es mir nicht so. Und auch was mir Leute meinten, dass das am Ende selbst mit Cheats nicht mehr möglich sein soll. Mag sein, dass mir das jetzt auch ein bisschen abschreckt, aber das Spiel sagt mir auch einfach nun mal nicht zu. Das ist leider eine Sache, gegen die ich nichts machen kann. Also die beiden Spiele kommen jetzt auf die abgebrochene Liste und werden wohl auch nicht mehr wieder aufgenommen. Und ja, I wanna be the guy. Als ob ich das nochmal anfangen würde. Nein, das tue ich nicht mehr an. Nicht mehr. So doof bin ich nicht mehr, dass ich mir das antue. Auf jeden Fall zu Paper Mario. Das wird irgendwann weitergehen. Es bringt jetzt wenig, das weiterzumachen, weil im Moment Peters Ali, die gucken das alle bei ihm. Und da will ich mal nicht ins Geschäft pushen. Dann Sonic Battle. Muss ich mal gucken, wenn ich das weitermache. Habe jetzt wieder die Möglichkeit dazu. Und Pokémon Colosseum. Muss ich auch gucken, wann es weitergeht. Also ihr braucht jetzt gleich mit Kommentaren zu kommen, wie wann geht's damit weiter oder wann geht's damit weiter. Nein, das werde ich jetzt auch ab jetzt konsequent ignorieren, was diese Projekte angeht. Und ich muss sagen, ich habe eins vergessen. Zu den abgebrochenen Projekten kommt noch ein drittes hinzu. Das habe ich gerade vergessen. Ratchet Gladiator ist leider abgebrochen. Gründe? Naja. Es geht um Vamp. Ich möchte da jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Er hat auf jeden Fall mit mir darüber geredet. Und, also, er hat mit mir darüber geredet und er meinte, er will auch aus dem Madness-Team raus. Ich verstehe seine, also seine Entscheidung respektiere ich. Das respektiere ich, was er meinte, weil er will sich verändern. Das ist okay. Ich finde es okay, wenn er sich verändern möchte. Dann sehe ich das ein und respektiere das. Das ist seine Entscheidung. Und da will ich ihm auch nicht dran reinsprechen. Deswegen wird Ratchet Gladiator nicht mehr weitergehen. Madness Days werden auch wohl ohne ihn stattfinden. Aber wir werden mal sehen, was wir da jetzt machen. Also unser Dan und Stefani. Da werden wir uns schon irgendwas ausdenken. Das ist jetzt leider eine nicht so erfreuliche Nachricht, muss ich leider sagen. Aber
Es ist eben halt seine Entscheidung und die respektiere ich. Und das solltet ihr bitte auch. Nun gut, mal von den schlechten Nachrichten, was pausierte Projekte und abgebrochene Projekte angeht, mal wieder zu guten Sachen, würde ich sagen. Ja, zu guten Sachen zurück. Also mache ich wahrscheinlich jetzt erstmal Sonic und der Schwarze Ritter und Gex 3 Deep Cover Gecko zu meinen Hauptprojekten. Da kann ich dann auch gucken, ob ich das schaffe, immer Doppelfolgen am Tag hochzuladen. Das wäre dann sowieso schöner. Weil Sonic und der Schwarze Ritter, das treibt mich irgendwie an, das Spiel macht mir Spaß. Und Gex finde ich sowieso super. Auch wenn es mir einmal abgestürzt ist und ich mal gucken muss, was ich da mache. Aber da wird mir was einfallen. Das ist noch nicht so schlimm. Gut, ich würde sagen, das ist... Ja, erstmal wieder danke an 2000 Abonnenten. Das ist sehr viel. Jetzt, wo ich da drauf gucke, ist es 2007. Wenn es 2010 erreicht hat, dann sind wir so toll. Dann haben wir unsere Jahreszahl. Und ja. Entschuldigung, ich muss da aufstoßen. Muss ich noch irgendwas sagen? Nee, ich habe gesagt, was die Projekte angeht, die pausiert und jetzt abgebrochen sind. Ich habe gesagt, was mit Vamp ist. Und ja. 2000 Abo-Special wird es geben. Da freut euch mal drauf, das kommt noch. Und ja, kommende Projekte. Ich habe natürlich noch einiges im Kopf, was ich machen will. Zum Beispiel das Let's Play Together mit Arknight. Da haben wir letztens Testaufnahmen gemacht und das funktioniert super. Und aber ich bin dann auch überlegen, ob das nicht so ein Flop wird wie Zero und das Kamikaze-Eichen, weil es ist genauso ein unbekanntes Spiel. Ich werde einfach mal gucken. Wir werden das aufnehmen. Vielleicht lade ich dann auch nur immer so 4 Folgen am Wochenende hoch oder irgend sowas. Ich werde mir das ausdenken und gebe euch dann Auskunft, wenn ich genaueres entschieden habe. Das ist noch ein bisschen den Stern. Ich werde jetzt erstmal Sonic und Gex zu meinen Hauptprojekten machen und versuchen nochmal Doppelfolgen hochzuladen. Ich denke mal, das wird für euch auch ganz schön sein. Nun gut, das war's von mir aus, meinem 2000 Abo danke. Tut mir leid, dass da jetzt ein paar negative Aspekte reingekommen sind, aber die mussten halt auch mal gesagt werden, damit nicht immer weitergefragt wird und am Ende niemand die Antwort weiß. Deswegen habe ich jetzt einmal, musste das sein, dass ich das hiermit verknüpft habe. Tut mir leid. Dennoch, riesen Danke an alle 2000 Abonnenten. Ihr rockt einfach heute. Ihr seid super. Nun gut. Ja, das war's denn von meinem Danke. Dann geht's demnächst wieder weiter mit Sonic und Gex und wir gucken, was die Zukunft so bringt, würde ich sagen. Gut, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Gute Nacht und einen schönen Tag noch oder wann auch immer ihr das seht. Bis ja, Leute.